Der Richtstern bist du. Der Richtstern ist das Ja. Das Ja zur Erde. Das Ja zu deinem Menschsein. Und wie das neue Jahr wird, nun, wie du es willst. Du bestellst die Spaghetti und wir bringen sie. Doch beschwere dich nicht über die Spaghetti, wenn du sie bestellst. Werde deiner selbst bewusst. Höre dir zu. Wir haben ein Tool für euch für dieses Jahr. So schön. Danke. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr vielleicht sogar mein Herz bis zu euch rüberhüpfen hören. Das ist echt schön. Das ist ein schönes Format. Das ist wirklich, das ist wunderschön. Danke, dass du da bist. Danke, danke, danke. Ja, schon, wir lachen schon seit einer Stunde oder seit im Grunde eigentlich schon seit zwei Tagen, weil es wirklich schön ist, einfach schön. Es ist schön, dass es dich gibt. Ja, das ist einfach irgendwie besonders. Es ist einfach so ein crazy Jahr. Ja. Und wo wir uns eingestimmt haben, jetzt noch davor, ist uns ganz bewusst gewesen, wie wundervoll und wie unglaublich das ja einfach war. Ja. Ja, das ist, also wenn das noch besser werden soll, dann fehlen mir wirklich alle Vorstellungen. Und gerade eben wir haben, wie gesagt, zusammen gesungen und da ist mir das erste Mal aufgefallen, jetzt bin ich echt nicht mehr alleine. Das ist ganz schön cool. Danke. Danke, danke. Das ist schön. Gut. Zum Ablauf. Also alle, die uns kennen, wissen, es gibt meistens keinen Ablauf und bei manchen Dingen gibt es doch ein bisschen einen. Wir wählen uns irgendwann ein. Ja, also wir fangen irgendwann das Channeling an. Vorher sagen wir noch ein bisschen was, oder? Zum Jahr. Und so um 8:45 Uhr, 20.45 Uhr, 8.45 Uhr PM, starten wir dann mit der Mediklang. Die dauert immer so eine halbe Stunde, hätte ich gesagt. Halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wohin sie uns tragen. Das Besondere heute ist, dass eben mal kein großes Publikum ist und das kann bedeuten, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie es machen, weil ich ahne, dass es viel für dich beinhaltet, der du heute hier bist. Also ich, zumindest habe ich das so in den Auftrag gegeben und dann schauen wir mal, was sie damit machen. Ich persönlich finde Channelings für ein ganzes Jahr völlig übertrieben, weil wir nicht mal mehr sagen können, wie es morgen ist. Und auch da macht die geistige Welt, was perfekt ist, wie immer. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie sie es machen, weil sie sehen das genauso, zumindest ist das, was sie auch immer wieder sagen. Und einen Richtstern werden sie uns bestimmt geben. Und so hoch, wie es jetzt schon schwingt und so wundervoll, wie es sich anfühlt, wenn du einfach mal dich in dein Gefühl fallen lässt, spürst du, wie unglaublich die Runde hier schwingt, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich finde es total, mich begeistert es wirklich immer noch so, wie schön sich so eine Gemeinschaft anfühlen kann. Ich bade sehr gerne in der Community und das ist nur der Start. Und immer wieder danke für ein ganz nährendes und bereicherndes Jahr.
Ich habe nicht gedacht, dass es so schön geht. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es so schön geht. Und bin einfach nur dankbar. Ich glaube, das ist das erste Jahr in meinem Leben, wirklich das erste Jahr in meinem Leben, in dem ich nicht da stehe und denke, okay, das sollte ich noch anders machen und da muss ich noch und das passt auch noch nicht und da sollte ich jetzt unbedingt noch. Es ist tatsächlich so, der Niklas hat heute eine Wimper gefunden und wir machen das immer so, wenn eine Wimper da ist, kennst du wahrscheinlich, dann wünscht man sich was und dann, und ich habe einfach keine Wünsche. Ich habe keine Wünsche und das ist, ja, das ist mein Wunsch für dich. Keine Wünsche. Ja. Ich habe auch echt einfach keine Worte. Ich glaube, ich könnte einfach, wenn dann nur weinen, weil es sich so schön anfühlt. Und es ist, vorher bin ich irgendwie so ganz von alleine durch das Jahr durchgegangen. Und jeder Teil hat sich so schön angefühlt. Und mir sind so viele lustige Sachen, ehrlich gesagt, gekommen. Und da dachte ich mir auch, wir waren heute klettern. Und mitten in der Kletterroute dachte ich mir, oh verrückt, meine Haare wachsen jetzt auch schon ein Jahr lang. und ich finde, so, da dachte ich mir vorher, so wild und verrückt, wie die gewachsen sind, so sind auch unsere Wurzeln gewachsen und die Wunder, die darüber eingeflossen sind. Und ich finde das so unglaublich, wie viel Wunder jetzt auch in der Gemeinschaft. Eigentlich kann ich immer nur an die Gemeinschaft denken, gerade weil ich euch so extrem spüre. Ja. Es ist echt wundervoll. Ja, es ist wirklich ein großes Wunder und es geht natürlich in Richtung Gemeinschaft und ich nehme an, Sie werden sicherlich auch ein bisschen was über die Gemeinschaften der neuen Zeit sagen. Und ich glaube, auch wenn wir ahnen, wir diese Luahoku-Community, die Meister-Community, wenn wir vielleicht wirklich über das Jahr, das war, ahnen, wie es sein kann, ist es trotzdem der Anfang, wirklich. Und das, ich glaube, ihr könnt es spüren. Jeder, der da ist, kann es spüren. Und ihr, die ihr heute sozusagen in der erweiterten, in der Newsletter-Community seid, ihr spürt es vermutlich auch. Ja. Ja. Und wenn nicht, dann werdet ihr es nach heute Abend spüren. Einfach so lange drin, bis ihr es spürt. Genau. Ja. Ja. Es ist wirklich so wundervoll. Nächstes Jahr ist ein Umsetzjahr und das ist ein sehr männliches Jahr und ich finde es unfassbar, wirklich. Also mich persönlich hat es sehr gerissen, also mich persönlich als Michaela hat es auch super gerissen, dass heute zu einem der besten Termine, die es jetzt gab, der Altpapst gestorben ist, der Benedikt. Wer meine Geschichte kennt, der weiß, dass mich persönlich einiges, dass er mich zu einigen Dunkelheiten geführt hat und ganz viel in mir sozusagen in eine neue Zeit gebracht hat, ohne es zu wissen vermutlich. Und ich finde es genial, dass er heute gestorben ist und so ist es rund. Ne? Es ist eine ganz runde Geschichte. Für mich sieht es aus, die Queen ist gestorben und hat die Türen weit aufgemacht für eine vollkommen neu gelebte Weiblichkeit, für eine vollkommen neu gelebte Führung auch, für eine vollkommen neu gelebte Regierung im weitesten Sinne. Und dann stirbt auch noch der Papst, um das Jahr zu beenden und um den Kreis zu schließen, sodass Platz ist für eine echte Männlichkeit. Für wahrscheinlich das erste Mal, dass Männlichkeit auf den Boden kommt. Und da sind die Türen echt weit offen für ein ganz besonderes Jahr. Und es wird besonders, denn es geht ums Umsetzen. Und ich glaube, ich habe irgendwo geschrieben, wer nicht umsetzt, wird umgesetzt.
Also, ich glaube, so ist es. Und vielleicht nicht in diesem Jahr und vielleicht auch schon in diesem Jahr. Und was das bedeutet, das ist für jeden ganz individuell. Doch wenn du reinspürst, was es für dich bedeuten kann, dann bedeutet es auch, dass du alle Möglichkeiten dieses Jahr hast, um umzusetzen. Niklas, sein Herz klopft so laut, dass ich da wäre ich selber schon ganz so aufgeregt. Wirklich so schön. Ich glaube, ich habe auch eine Sache habe ich noch zu sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Channeling. Okay. Ich finde es nämlich, außer wir wollen noch ein bisschen erzählen. Ich finde es nämlich selber so crazy. Vor knapp einem Jahr, ein bisschen mehr jetzt sogar schon, hatten wir Silvester-Retreat in Sojen und einige von euch fühlen es wahrscheinlich immer noch. Und dort gestartet sind wir zwei noch als Geschäftspartner sozusagen. Die geistige Welt hat uns immer erzählt, ja, und erstmal kommt eure Liebespartnerschaft und wir dachten uns, ja, ihr habt einen Knall, wir bringen jetzt hier einfach nur das Luau-Hoko auf die Welt und was ihr uns für einen Schmarrn erzählt, das reicht jetzt erstmal. Und wir waren so ungefähr, das, so kann es nicht sein. Und dann, nachdem alle Blockaden irgendwann in diesen Retreat gefallen waren, sind unsere Herzen aufgegangen und ich finde es so unglaublich, was sich dadurch alles aufgetan hat. Stimmt. Echt eine Menge passiert. Es ist einfach eine Menge passiert und es ist eine Menge passiert in dem Jahr und vermutlich auch in deinem Jahr. Und ja, und wenn nicht so viel passiert ist oder wenn nur vermeintlich Dinge passiert sind, die du nicht so gut fandest, dann bleibst du einfach dran. Ja. Dann bleibst du einfach dran. Und für alle, die sagen, ich bin schon so lange dran geblieben, dann bleibst du halt noch ein bisschen länger dran. Ist doch jetzt auch nicht mehr. Weißt du, ist doch wirklich jetzt nicht mehr so ein Ding. Wenn du lange dran geblieben bist, dann gönn dir jetzt noch ein paar Umdrehungen. Und wenn du noch nicht lange dran bist, ja, dann übst du das mit dem Dranbleiben. Es passieren viele Wunder und viele sehen wir vielleicht deswegen nicht, weil wir rote Wunder erwarten und dann ist es grün und dann haben wir es nicht gesehen. Also mach dich frei von Erwartungen. Es wird auch Erwartungen, wie soll ich das sagen, werden nicht mehr erfüllt, weil sie, wenn sie übertroffen sind, ja eben auch nicht erfüllt werden. Also hör auf zu warten und geh ins Leben. Du kannst jeden Tag leben. Und für alle die jetzt sagen, naja, das könnt ihr ja, weil ihr seid ja zu zweit oder irgendwas, ich möchte euch wirklich sagen, ich war so lange alleine und so glückselig alleine. Und jetzt bin ich glückselig zu zweit. Und alles ist möglich, wie du es willst. Ja. Es ist allerdings tatsächlich, es fängt schon am 1. Januar jetzt an, ich weiß nicht, ob sie dazu was sagen, es ist natürlich wirklich jetzt die Zeit, in der sich die, in der sich einerseits alles neu formiert, also am 1. Januar kann es schon nochmal ganz schön hitzig werden, weil es so eine Klarheit einströmt, mit wem du deine Zeit verbringen willst und was dich nährt und was dir einfach nichts mehr gibt. Und es kann einfach auch so wie so ein Lichtschuss sein, dass du plötzlich merkst, stimmt, das will ich nicht mehr und das will ich. Und das, was da ins Wollen rückt und dieses, das so fühlt sich's gut an, da bleib einfach dran. Leicht ist nicht immer leicht. Im ersten Moment.
Es formen sich sozusagen die neuen Gemeinschaften, diese. Ich finde, es ist jetzt ganz klar ersichtlich, dass die Plätze im kristallinen Gitternetz, die nebeneinander sind, eben sich jetzt auch begegnen. Das klingt vielleicht für manche ein bisschen abgefahren, dann weiß ich auch nicht. Erklären kann ich es jetzt auch nicht. Dann schaust du einfach rein ins kristalline Gitternetz oder lässt dir von irgendwem aus der Community erklären. Und das macht es auch wieder leicht, weil da begegnen sich einfach Menschen, die sich schon lange kennen. Und was wirklich auch passieren kann, ist Menschen, die miteinander schon sind und vielleicht gar nicht mehr so genau wussten, ob sie noch miteinander sein wollen, die stellen nochmal fest, was sie verbindet, wo denn ihre Basis ist. Denn die Basis ist einfach weder Haus, Kind noch Hund. Es ist einfach die Liebe. Und diese Liebe, die schwingen wir auf die Erde. Und das ist besonders. Und du bist hier. Und deswegen schwingst du eben auch deine Liebe auf die Erde. Jetzt wähle ich mich ein, oder? Ja. Starten wir, würde ich sagen. Gibt es noch, vielleicht will noch von den Community-Leuten. Also wenn ihr noch was sagen wollt, dann gehört die Bühne euch. Wenn ihr nichts sagen wollt, müsst ihr nichts sagen. Ich wähle mich mal ein. Wer sich mit einwählen möchte, dann, die meisten wissen eh, wie es geht, dann nimmst du einfach deine Füße wahr, spürst dich in der Erde und verbindest dich ganz bewusst mit deinem Atem. Hochgeliebte Menschen, Meistermenschen, Mensch vor alledem. Es geht nicht darum, ob du in den Sternen etwas entdecken kannst. Es geht auch nicht darum, ob du dich mit diesem oder jenem verbinden möchtest. Es geht immer und stets um dich. Es ist uns eine große Freude zu sprechen in dieser ganz besonderen Zeit für dich, zu dir, direkten Falls in deinen Meisterkristall, welcher, wir sagen einmal, dich erinnern darf an all dieses, wofür du hierher gekommen bist. Denn all es ist in dir. Sozusagen brauchst du nichts außerhalb von dir und doch ist ja alles aus dem Außen scheinbar aufgebaut auf dieser Erde. Ihr wollt wissen, was ist es in diesem Jahr und wo werde ich sein dann so, wenn ich so 100 oder 500 Jahre alt bin. Hochgeliebter Mensch, du machst dein Leben. Was immer du dir wünschst, es wird geschehen. Und so schreitet, ich sage einmal, die Wandelzeit voran und für viele von euch ist das Spiel des Lebens bereits sichtbar, fühlbar. Bist du bereits mitten darin? Woran du dieses spürst nun? Du nimmst wahr, dass deine Füße die Erde nicht nur berühren, dass du die Erde bist. Du nimmst wahr, dass du in Verbindung gehst mit den Winden, mit der Sonne, mit der Natur allenfalls. Und so entwickelt ihr euch mehr und mehr wieder in die Erde hinein. Was das bedeutet nun? Es bedeutet,
dass ihr in Heilung geht. Körperlich gesehen, selbstverständlichenfalls, auch wenn wir sagen möchten, nun, die Geistesgestörtheit nimmt auch ab. Es wird also ein bisschen weniger Verwirrung in dir und ein bisschen mehr Festigkeit. Mit der Festigkeit nun kommt es auch, dass dein Körper sich umstellen möchte. Er möchte ja, und dieses ist, was das Spiel des Lebens bedeutet, die Vibration des kristallinen Gitternetzes auf diese Erde bringen. Um diese Vibration auf die Erde zu bringen, darfst du sie spüren. Entsprechend darf dein Körper in Heilung gehen. Gönne also deinem Körper Heilung. Und nun, wie diese Heilung aussieht, ebenso wie dein Leben, zweigleisig zu Beginn. Wenn du noch nicht so ganz daran glaubst, an diese hohen Frequenzen, nun dann nutze die Brücken. Ihr habt wunderbarhafte Heilungsmethoden, die allesamt helfen oder nicht, so wie du es willst. Wichtig ist, dass ihr euch öffnet für das Neue. Es wird Heilung geben über die Natur. Nutzt das Wasser. Informiert das Wasser in euren Körper. Durchstoßt die Membran, sodass ihr nicht nur scheinbar, sondern direktenfalls mit der Erde und mit dem Himmel in Verbindung gehen könnt. Was das bedeutet nun? Es bedeutet, dass ihr im Spiel der Zerstörung selbstverständlichenfalls viele Vorkehrungen getroffen habt, Meister wie ihr seid, um euch eben nicht für ewig zu zerstören. So ist es aus der Zerstörung, dass ihr außerhalb von euch und gleichermaßen außerhalb von dem Menschsein wart. So ein wenig, wie ihr es kennt, wenn ihr da so das Schach spielt. Ihr seid ja auch nicht die Dame oder der Bauer und doch spielt ihr. Nun geht es in ein neues Spiel. Ihr seid die Dame oder der Bauer. Und jetzt in diesem Moment, in diesem Atemzug der Wandelzeit, erinnerst du, was dich nährt. Wer willst du sein, der Bauer oder die Dame? Es gibt für alles einen Platz und du hast deinen Platz. Doch es geht auch darum, dass du ihn einnimmst. Es genügt nicht mehr, dass du hier sitzt und betest. Es genügt nicht mehr, dass du dich sehnst nach einem Gottesreich. Denn das Gottesreich, es ist in dir, du bist ja Gott. Und du bist reich, wenn du es willst. Für all jene, die also noch immer nach den Sternen greifen möchten, sei gesagt, es ist ein erdiges Spiel des Lebens. Denn ihr wollt euch in eurem Ganzsein auf diese Erde bringen. Welch wunderbarhafte Zeit. Welch große Neuigkeit, denn noch niemals zuvor gab es das Menschsein im Gottsein auf dieser Erde. Spürst du hinein in diese Botschaft, weißt du, was dieses bedeuten kann und ehrst dich in deinem Sein. Denn im Spiel des Lebens brauchst du deinen Körper, um hier auf der Erde zu sein. Und so ist dieses eine Zeit, in der du auch ganz tief in dir
das Leben genießen kannst, die Früchte der Erde. Leg dich hinein in die Erde. Tu dies nicht nur in deinem Geiste. Nein, leg dich hinein. Verbuddele dich in dem Sand. Lasse dich treiben in den Gewässern. Stelle dich unter den Wasserfall. Nähre dich an den Blättern und Früchten der Erde. Und wisse, du bist hier, um zu lachen, zu lieben und zu sein. So richte dich darauf aus. Es sind so unzählig viele Lösungen im Feld, dass du in einem Tag dich von deiner Dunkelheit erholen kannst. Dass du in einem Jahr all es ablegen kannst, um neu zu sein. Doch dein Wunsch ist der Befehl für uns. Es ist nicht so, dass irgendetwas aus dem kristallinen Gitter dir sagen könnte, was du tun sollst oder nicht. Denn du bist Gott. Und so bringst du dein Sein auf diese Erde. Und so möchten wir sprechen auch zu all denen, die sagen, ach, da bin ich krank, ich bin gebrechlich, ich kann nicht mehr so oder so. Ehre dich. Ehre die hohen Erfahrungen, die du mit deinem Körper machen wolltest. Und lasse dann den Schmerz der Erde los. Lasse los all es, was da in dir ist, was der Menschheit zeigen wollte, dass sie falsch ist. Nun, sie wissen es ja schon. Und wer es noch nicht weiß, er wird es erfahren. Denn ihr alle als Menschheit geht in ein neues Spiel. Ob ihr es bewusst wollt oder nicht. Und so ist dieses eine hohe Zeit, in der sich die Herzen öffnen, in der ihr feststellen könnt. Es ist nicht relevant, dieses Wissen, welches ihr nun in jeder eurer Maschinen lesen könnt. Entsprechend werdet ihr auch keine wissensbereitstellenden Einrichtungen mehr brauchen. Wir möchten sagen, es genügt, wenn ihr euren Kindern das Lesen und Schreiben beibringt und dann lasst sie doch machen, was sie möchten. Bringt ihnen doch bei, wie es ist, Mensch zu sein, wie es sich anfühlt in diesem Körper, warum der Körper schwer ist oder warum es diese oder jene Krankheit gibt. Bringt ihnen doch bei, wie sie sich hinausschwingen aus ihrer schlechten Laune. Bringt ihnen bei, wie es sich anfühlt, auf dieser Erde zu gehen. Wie es ist, sich zu ehren, sich vor sich zu verneigen. Ebenso ist es doch mit den Kranken. Ihr müsst sie nicht heilen. Zeigt ihnen doch die Bilder, die sie erinnern an ihre hohe Kraft. Gebt ihnen die Klangfrequenzen. Die heiligen Wasser. Und die streichelnden Worte, damit sie sich erinnern, dass sie selbst all es sind und all es bewirken. Ihr dürft die Egos ablegen. Du bist nichts und du kannst nichts. Insbesondere, wenn du da sagst, ach, da bin ich doch dieser Heiler und dann bin ich auch hier schon so lange in diesem oder jenem unterwegs. Du bist nichts.
Denn nur wenn du nichts bist, kannst du dein Herz öffnen. Heilung im Spiel des Lebens. Entwicklung und Entfaltung gehen ausschließlich durch dein Sein, nicht über dein Sprechen und auch nicht über dein Tun. So sei es, wir sagen einmal, für dich, der du auf der Suche bist nach der Heilung, nach dem Entwickeltsein. Die Möglichkeit zu finden, indem du siehst, wo sie sind. Denn ihr geht ins Echtsein. Und wie möchtest du das Echtsein erinnern? Von demjenigen, der ein Buch gelesen hat. Das Echtsein kommt über das Echtsein, die Heilung über das Heilen. So geht ihr voran, wie ihr ja bereits im Spiel des Lebens seid. Steht auf. Geht und füllt die Plätze. Es geht nicht darum, da und hier eine Revolution anzuzetteln. Ihr müsst nicht immer nur im Geiste unterwegs sein. Geht ins Tun. Krempelt eure Ärmel hoch. Und macht. Ihr müsst nicht warten, bis da etwas von außen geschieht. Ihr könnt heute bereits eure Kinder neu unterrichten. Ihr könnt heute bereits Politik machen, Gemeinschaften gründen. Denn im Spiel des Lebens werdet ihr nicht manifestieren aus euch selbst. Ihr werdet manifestieren aus den Gemeinschaften. Denn je mehr schwingt aus dem kristallinen Gitternetz, umso leichter kommt es auf die Erde. Ihr dürft alles umlernen, sozusagen. Und ob ihr dann daran glauben möchtet, dass da der Stern zu euch fliegt oder ein Mann vom Mars bei dir erscheint, das ist gleichgültig. Doch wisse, wenn ihr alle den Mann vom Mars erschafft, wird er kommen. Denn wir geben euch, was ihr befehlt. Doch die Geschichte hinter der Geschichte ist, dass du dich fragst, warum du immer und immer wieder etwas nach außen geben möchtest, um die Verantwortung für dein Leben nicht übernehmen zu müssen. Ihr könnt den Zwischenschritt gehen. Die Regierung der anderen Galaxie, wenn ihr es möchtet. Doch du kannst auch selbst die Regierung für dein Leben übernehmen. Jetzt ist die richtige Zeit und du bist am richtigen Ort. So lass die Zwischenschritte. Geht doch einfach gleich, direktenfalls sozusagen, in dein irdisches Menschsein. Es ist doch so schön. Es ist eine Zeit, in der du entgiften kannst. Entgiften, das bedeutet, dass aus allen deinen Poren, den geistigen, den energetischen und den körperlichen, das Gift spritzt, das Gift der Zerstörung. Tausende von Jahren an Zerstörung wollen aus dir fließen. Lasse es zu. Lasse dich an der Hand nehmen von denen, die, wir sagen einmal, die ein oder andere Kur schon hinter sich haben. Und ihr, die ihr da so gegangen seid, steht nun auf, kommt ins Tun, folgt den Impulsen. Es werden
unzählig viele einfließen. Denn ihr seid ja nun wach. Und immer wieder dürft ihr prüfen, stehe ich auf der Erde? Bin ich in meinen Wurzeln? Und dann gehst du deines Weges. Hochgeliebter Nalahoku, es ist uns eine Freude, deine Fragen zu empfangen. Gerne jetzt. Ich danke euch so sehr. Es gibt ganz oft die Frage und auch im Kollektiv die Frage, was bringt mir dieses 2023? Wie wird es? Und somit habe ich die Frage an euch, was kann der Richtstern für uns sein in diesem 2023? Hab Dank, Hochgeliebter, für deine Fragen. Es ist wohl gesehen und tief verehrt. Der Richtstern bist du. Der Richtstern ist das Ja. Das Ja zur Erde. Das Ja zu deinem Menschsein. Und wie das neue Jahr wird, nun, wie du es willst. Du bestellst die Spaghetti. Und wir bringen sie. Doch beschwere dich nicht über die Spaghetti, wenn du sie bestellst. Werde deiner selbst bewusst. Höre dir zu. Wir haben ein Tool für euch für dieses Jahr. Denn wir wissen, viele von euch, sie plappern und hören sich nicht mehr. Da plappert es wie das Wasser. Und ihr fragt euch, ach, wo ist es hin, dieses Wort? Und schon ist es heraus. Und bei dem Nächsten und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und so ist es in der Welt. Denn über die Gemeinschaften kommt es in die Welt. Um dir selbst zuzuhören, gönne dir am Morgen, mittags und am Abend ein paar wenige Minuten, in denen du dir den Kochtopf aufsetzt. Du weißt schon, was wir meinen, den großen Topf, den du da so über deinen Kopf stülpst, auf das alle Worte, welche du von dir gibst, direktenfalls über dein Prüfungszentrum des bewussten Seins geleitet werden. Warum wir sagen, dass du ihn dreimal am Tag aufsetzt? Ihr seid ja doch noch sehr unbewusst an manchen Stellen. Gönne dir also die Wecker und immer wenn der Wecker klingelt, setzt du den Topf auf. Auf dass du dir selbst zuhörst. Dich ernst nehmen ist eine Brücke auf dem Weg ins Echtsein. Da sagst du, ach, das habe ich doch nur so oder so gesagt nun. Du bestellst beim Kellner eine Pizza und er bringt sie dir. Sagst du zu ihm, ach, das habe ich nur so vor mich hin geplappert, wird er sagen, diese Pizza kostet dies oder jenes. So und genauso ist es in deinem Leben. Du sagst ein Wort und es wird für dich erfüllt. Früher habt ihr es nicht so sehr gesehen, denn da habt ihr etwas gesagt und alles war so langsam, dass es mitunter 10 oder mehr Dekaden gedauert hat, bis es mal auf der Erde war. Jetzt ist alles sehr direkt. Du bestellst, wir bringen. So nutze das Tool des Topfes, um in dein bewusstes Sein zu gelangen immer wieder. Denn
Dieses ist das Tor zum Himmel. Und der Himmel, er ist nicht da oben irgendwo. Er ist in dir. Ebenso wie die Hölle. Nun, doch das weißt du ja bereits. Ihr dürft lernen, dass es nichts außerhalb von euch gibt. Alles ist in dir. Was immer du im Außen wahrnimmst, kommt aus dir. Und da sagst du, ach, das ist doch dieser oder jener Mensch. Er spiegelt dich. Denn er ist ja gerade mit dir. Und du nimmst es wahr. So gönnt euch alle möglichen Möglichkeiten, um bewusst zu sein. Selbstverständlichenfalls können wir nun sagen, wie es ist, dass ihr da so einen Polshift, hohe Wetter und die Unterstützung aller Gezeiten erfahrt. Doch was bringt es dir, wenn der Polshift in diesem Moment bereits in dir stattfindet? Es bringt dir doch nichts zu wissen, ob da in die Machthaber gestürzt sind oder der Krieg ausbricht, wenn der Krieg schon lange in dir tobt. Doch was dir etwas bringt, ist, dass wir dir, der du lange unterwegs bist auf diesem Weg bereits und auch schon mit dem einen oder gar dem eineinhalbsten Fuß im Spiel des Lebens bist, geh du aus dem Kollektiv, so oft du kannst. Kleide dich in deinen Anzug. Und für die, die noch etwas weiter fortgeschritten sind, geh du aus Raum und Zeit. Was machst du da noch? Entferne dich aus der Dimension der Zerstörung und gehe hinein in die Dimension des Liebens. Konkret und ganz irdischen Falls verwenden, dieses wollt ihr ja immer so gerne wissen, bedeutet dieses, dass du dich ausrichtest auf die Liebe. Das kannst du, gleichgültig, ob du heute einen Klumpfuß oder morgen eine Geistesgestörtheit hast. Du kannst dich ausrichten an dem Lieben. Und das sei dein Richtstern. Ist dieses, Hochgeliebter, die Antwort auf deine Fragen und gibt es gerne ein Fragen daneben, dahinter, damit? Ja, das ist die Antwort auf die Frage. Ich danke euch sehr. Eine andere Frage ist zu den Gemeinschaften. Was steht für die Gemeinschaften des Spiels des Lebens im nächsten Jahr an? Nun, wir sagen einmal, dieses ist eine recht kollektive Frage. Hab Dank dafür, denn auf der einen Seite werden die Gemeinschaften getrennt sein. Es wird sie zerschlagen, als ob der Krieg ausgebrochen wäre, denn der Krieg ist ja lange schon in den Gemeinschaften. Auf der anderen Seite werden sich die neuen Gemeinschaften formieren. Diese Gemeinschaften, die da in sich selbst stabil sind. Sozusagen, um es deutlicher zu machen für dich, die Gemeinschaften, die da gegründet sind auf dem Stützen und dem Halten, dem Klebstoff allenfalls, sie werden zerbersten. Schnell werden sie zerbrechen. Bereits zu Beginn des Jahres werdet ihr viele Brüche erfahren in diesem Moment. Denn der Klebstoff,
Er macht nichts im Spiel des Lebens. Die neuen Gemeinschaften, sie bauen auf denen auf, die ohne Ego, vor allem jedoch ohne Klebstoff eintreten. Die da sagen, ich bin nichts und ich habe nichts. Und doch bin ich alles und habe alles. Ich spüre meine Wurzeln und weiß, wer ich bin. Und so gebe ich alles in diese Gemeinschaft, um auch alles zu nehmen. Diese sind die neuen Gemeinschaften. Ein Geben, ein Nehmen. Im Fluss des kristallinen Gitternetzes eben. All es, was da klebt, wird zerbersten. Als allererstes wird es so sein, dass die Familien brechen. Nicht um zu brechen. Doch zunächst einmal muss brechen die Zerstörung, damit die Liebe einfließen kann. Oder wie wollt ihr es sonst machen? Wie wollt ihr denn eine wunderbarhafte Pizza, wenn sie schon belegt ist mit der Zerstörung und dann legt ihr noch die Liebe darauf? Diesen Geschmack, den wollt ihr nicht. Werft also die Pizza weg und geht ins Vertrauen. Denn alles, was zu dir gehört, ist bei dir. Immer und stets. Im kristallinen Gitternetz geht nichts verloren. Dieses bedeutet, du kannst schütteln und rütteln. Du kannst weglaufen. Auf den Mars oder die Venus ziehen. Was zu dir gehört, ist bei dir. Immer und stets. Ob es nun im Geiste ist oder ganz in dir. Und wisse, es ist nicht die größte Last, dass du diesen oder jenen körperlich trägst. Die größte Last ist, dass du sie geistig trägst. Lass also alles los und öffne dich für die Liebe, die einströmt, für die Wunder, die für dich möglich sind. Ihr nennt sie Seelenpartnerschaften. Nun, wir könnten sagen, das kristalline Gitternetz bringt sich auf die Erde durch dich. Und wie wäre dieses anders möglich, als dass du deinen Platz einnimmst? Welch große Ehre ist es, dass du hier bist. Welch große Freude ist es, dass du bereit bist, deinen Platz einzunehmen. In all deiner Wahrhaftigkeit. Doch dieses ist nicht so geistig gemeint, wie du es glaubst. Deinen Platz einnehmen bedeutet, dass du heute noch für dich entscheidest, was dich nährt und wer du sein willst. Und dann Schritt für Schritt, ganz menschlichenfalls, in die Wege leitest. Niemand wird es für dich tun. Denn wenn du ins Spiel des Lebens gehst, bist du bereit, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Die Liebe strömt ein. Das bedeutet, ihr werdet Liebe leben. Nun, in den Partnerschaften, in den Seelenpartnerschaften, den, wie wir es sagen, Zweiersystemen, doch auch in den großen Systemen. Die Liebe leben, das werdet ihr neu definieren, so wie ihr Liebe neu erfahren werdet. Liebe werft alles weg, was ihr um dieses Wort herumgelegt habt. Lasst alles los, damit ihr die Ekstase der Schwingungen aus dem kristallinen Gitternetz in euch spüren könnt. Es ist dieses erst der Beginn.
Wunder über Wunder bringt ihr über eure Körper auf diese Erde. Fühlbar, denn ihr seid hier, um zu fühlen. Spürbar und schnell. Denn je mehr Menschen sich ausrichten auf das Spiel des Lebens, umso schneller seid ihr mitten darin. Hochgeliebter, ist dieses die Antwort auf deine Fragen und gibt es gerne ein Fragen daneben damit, dahinter? Ja, das ist die Antwort. Eine andere Frage, die da ist, ist, habt ihr noch ein paar Worte zu den Jugendlichen, zu den jungen Meistern, die dabei sind, ins Spiel des Lebens zu gehen? Hab Dank, Hochgeliebter, für deine Fragen. Nun, wir sagen einmal, sie seien euer Augenmerk. Nun, zunächst einmal richtest du selbstverständlich falls die Augen auf dich. Doch wenn du schon stehst, wenn du schon atmest, wenn du schon Erde bist, wenn du schon dein Menschsein auf die Erde bringst, dann sei der körperlich gesehen junge Mensch dieses, woran du dich richtest. Ihr müsst sie nicht ziehen und auch nicht erziehen. Doch ihr dürft ihnen zeigen, wie Leben geht. Nicht indem ihr ihnen ein Buch hinstellt, doch indem ihr sie an die Hand nehmt, einladet in eure Räume, groß macht die Felder. Sie sind ja mitten darin in der Zerstörung. Doch sie sind große Meister, die unbedingtenfalls noch einmal die Zerstörung leben wollten. Oder glaubst du, sie wären nicht zu einem anderen Zeitpunkt gekommen, hätten sie es gewollt? Mute ihnen zu, groß zu sein. Das mag für dich ein wenig gefährlich klingen, denn wenn sie dir gegenüberstehen, dann bist du einfach nur gleich groß. Und doch werden sie erst dann in dir erkennen, dass du die Liebe lebst. Nicht werden sie dich annehmen, wenn du dich groß machst oder sie ziehen möchtest. Sie brauchen sozusagen die Impulse, die sie so verwirren, dass sie sich nicht mehr erinnern können, wie sehr sie sich zerstören wollten. Ein Interrupt, eine Unterbrechung der Zerstörung ist notwendig. Ob ihr sie einsperrt für einen Tag oder ihnen die Geräte wegnehmt, nun, das ist gleichgültig. Wichtig ist, dass sie für einen Tag spüren können, wer sie sind, wenn sie nicht im Außen agieren. Ihr selbst habt sie dorthin gebracht, wo sie sind, ins Außen. Und nun geht ihr Weg nach innen. Denn sie sind da, um euch zu unterstützen. Nun, die einen unterstützen euch, indem sie die Zerstörung vorantreiben. Die anderen unterstützen euch, indem sie schnell, leichten Fußes und gut geerdet die Downloads
dankbar annehmen, die ihr bereits im Feld für sie bereitgestellt habt. Und auch hier geht es nicht darum zu warten. Nehmt sie aus den Schulen, sie haben keinen Platz in der Schule. Nehmt ihnen die Geräte weg, sie brauchen kein Wissen. Was sie brauchen ist Liebe, Ruhe. Zieht ihnen den Anzug an, damit sie aus dem Kollektiv sind. Und gönnt ihnen den inneren Frieden. Hinterfragt sie. Interessiert euch für sie. Denn sie sind es, die euch schnell und leicht neue Technologien auf diese Erde holen, von denen ihr alle nicht ahnt, was es sein kann. Doch werden sie es nicht tun, wenn du weiterhin darauf beharrst, dass sie diese Sprache lernen oder diesen Studiengang. Nehmt sie also aus den Universitäten, aus den Schulen und startet damit, ihre kranken Geister zu heilen, ihre Verwirrung aufzulösen, damit sie aus der Zerstörung ins Ganzsein fließen können. Sie sind alte Seelen, nun die meisten. Viel Zerstörung haben sie erlebt. Weise sind sie. Da sind sie, um neu zu machen, weil sie schnell sind. Nutzt auch hier das Wasser als Informationsquelle, als Heilmöglichkeit. Und nehmt sie einfach aus allem, was sie weiterhin zerstören kann. Sie sind dieses die Führer der neuen Zeit. Nicht, weil sie anführen wollen. Nicht, weil sie die Herden von Tausenden von Menschen wollen. Nein, weil sie wissen, Führung bedeutet, da zu sein. Doch um da zu sein, müssen sie zunächst einmal ankommen hier auf der Erde. Gönnt ihnen das Ankommen. Lebt so, wie ihr leben könnt. Genießt das Leben. Richtet euch aus auf dem Schönen. Und werft die Zerstörung dorthin, wo sie ihren rechten Platz hat. In die Erde, auf dass sie transformiert sei. In die Kraft, die du hast. Hochgeliebter, ist dieses die Antwort auf deine Fragen und gibt es gerne ein Fragen daneben, dahinter damit. Ja, das ist die Antwort auf die Frage. Ich danke euch. Eine andere Frage ist, in dem kommenden Jahr ist der Mars ganz präsent, ganz vielleicht auch wichtig für uns. Was habt ihr uns dazu zu sagen? Hab Dank für diese wertvolle Frage. Nun, ihr habt sie ja gemacht, diese Jahre, diese Planeten. Also, habt ihr euch auch wohl etwas dabei gedacht? Die Choreografie dieser Wandelzeit ist von dir selbst erschaffen.
Je mehr du dich hineinfallen lässt in die Erde, umso mehr erinnerst du, wofür du all dieses erschaffen hast. Und so ist dieses also ein Jahr der Klarheit, welches all den Jahren folgt, in dem ihr geschüttelt und gerüttelt habt. Es geht also nun um eine sehr männliche Kraft. Alle Planeten habt ihr entsprechend ausgerichtet. Und auch hier möchten wir selbstverständlich im Fall sagen, all dieses ist so, weil nun in diesem Moment das Kollektiv so schwingt. Wenn ihr morgen beschließt, dass die Sonne der Liebesplanet ist und die Erde der Mond, dann wird dieses so sein. Denn ihr macht die Welt. Und so habt ihr also in all den vielen Tausenden von Jahren darauf hingearbeitet, dass euch diese Planeten nun bestenfalls so wie immer unterstützen. Nehmt diese Unterstützung an. Nicht indem ihr euch tatenlos hineinfallen lasst, doch indem ihr umsetzt, was umgesetzt werden kann. Nehmt an die Unterstützung aus dem kristallinen Gitternetz. Von uns sozusagen. Wenn du da eine Form brauchst, einen Engel oder einen Stern, nun dann nimmst du den Stern oder den Engel. Wenn du bereits in deinem Echtsein bist, dann nimmst du die puren Frequenzen, formst sie und verwendest sie für dein Sein. Das Marsjahr, so wie ihr es nennt, ist da, um den Krieg und den Frieden zu schüren in dir. Denn erst wenn du den Krieg siehst, kannst du in den Frieden gehen. Und selbstverständlichenfalls ist an dieser Stelle alles offen. Wenn ihr noch einmal den Krieg erleben wollt, weil ihr ja so gerne wiederholt, was eure Väter bereits nicht leben wollten, dann werdet ihr den Krieg leben, doch es liegt ja an dir, was du willst. Und hier gilt zu sagen, allenfalls kannst du aufgeben, das Wiederholen deiner Väter. Lass doch los, was sie schon gelebt haben. Lebe doch du dein neues Leben. Nutze auch hier den Topf des Bewusstseins. Weite ihn ein wenig. Setze dich ganz hinein, damit du dich spüren kannst. Und lasse sie los, die Väter, die Mütter. Sie haben alle gelebt, um für dich abzunehmen, was du nicht noch einmal wiederholen musst. Mache neu. Lebe du dein Leben. Schüttele. Und rüttele, bis du ganz bist. Und so kannst du in deinem Echtsein, in diesem Marsjahr, so wie ihr es nennt, umsetzen. Nach außen gehen. Dich zeigen, so wie du bist. Nicht mit deinem Ego, ohne eine Persönlichkeit, doch in deiner Formlosigkeit, in deinem Echtsein, in deinem Verrücktsein.
Ihr werdet viele neue Heilungsmethoden erhalten. Wendet sie an. Geht in die Krankenhäuser und sagt, da bin ich. Sie werden euch aufnehmen. Denn die Zeit ist neu. Und das Alte ist längst vergangen. Wenn ihr das sagt, die Systeme, sie sind noch nicht gebrochen. Nun, sie sind gebrochen. Doch so wie ihr es gewohnt seid, habt ihr noch ein wenig den Teppich davor. Ein Scheinbild, die Lüge. Doch sobald du dir selbst erlaubst, die Lüge loszulassen, wirst du die Wahrhaftigkeit sehen. Und diese Wahrhaftigkeit, sie wird dich erfreuen. Ihr lebt an einem guten Platz, hier so. Wisse, die Sprache trägt einen großen Teil bei zu der Heilung aus den Wurzeln. Gehe also an den Platz und spreche die Sprache, deren Wurzeln du trägst. Entscheide dann, wenn du die Zerstörung losgelassen hast in dir, wo du sein willst. Doch um ins Spiel des Liebens zu gelangen, braucht es deinen Freiraum, der entsteht aus deiner Verwurzelung. Die Sprache ist dein Schlüssel für deinen Freiraum auf allen Ebenen. Klar ist er, dieser Mars. Und klar seid ihr. Es wird viel Verwirrung geben. Und bereits zu Beginn des Jahres werdet ihr sehen, wie die Systeme stürzen. Die Mächte sich umdrehen. Die Pole sich verschieben. Und dieses in allen Möglichkeiten, die so auf dieser Erde erlebbar sind. Nichts wird am Ort bleiben. Und alles, was tobt und wütet, ist da, um euch zu unterstützen. Denn das Leben ist immer für dich. Denn du bist das Leben. Und du bist die Auferstehung. Und du bist Gott selbst. Dieses Bewusstsein wird nun in euch hineingeströmt, aus allen Äthern sozusagen. Schnell wird sich alles verändern, was eure Berufe anbelangt. Die Roboter, sie übernehmen schnell. Hochgelobt ist dieses, denn so bleibt euch die Zeit. Nährend und groß zu sein. Auch Geliebter, ist dieses die Antwort auf deine Fragen? Gibt es gerne einen Fragen daneben, damit, dahinter? Ja, das ist die Antwort auf die Frage. Und nein, es gibt keine weiteren Fragen. Ich danke euch sehr. Ihr hochgeliebten Menschen, wir können viel dir erzählen, was all es in Asien, in den Ländern, in den Regierungen geschieht. Doch all es dreht sich nur in dir, so sehr du nach außen blicken möchtest. Und indem du dich veränderst, verändert sich die ganze Welt. Dort, wo wir heute sagen, nun, ihr werdet sehen, dass ganze Kontinente von der Erde kippen werden. Dort mag es morgen niemals andere Kontinente gegeben haben.
Doch was auch immer passiert, es ist für dich, denn du bist Gott. Und dieses Gottsein bringst du nun auf diese Erde. Über dein Ja zu deinem Körper. Über dein Sein. Wir sagen einmal, ihr werdet nicht mehr so organisiert sein, wie ihr es kennt. Es wird keine Abhängigkeit geben, außer der, die ihr kennt. Nun, die im Gitternetz und die auf der Erde. Doch sie wird nicht klebrig sein. Sie wird Liebe sein. Ihr geht in eure Verantwortung, in allen Bereichen eures Lebens. Und dieses bedeutet, du stehst auf und folgst deinem Ruf. Es wird nicht das Leichtsein dein Richtstern sein, sondern die Liebe. Denn direktenfalls aus der Zerstörung kommend, kann leicht von dir gar nicht angenommen sein. So gönne dir, dass du fühlst, wer du bist, dass du den Schmerz fühlst, der in dir ist, und auch die Freude. Gönne dir, dass du dich öffnest für die Ekstase, die in deinem Körper vibrieren möchte. Einfach so, weil du so groß bist. Erlaube dir, auf dieser Erde zu sein. Wenn du dein Ego abgelegt hast, dann kannst du aufstehen und sagen, so will ich es haben und sie werden dir folgen. So steh auf. Bring dich auf die Erde. Im Spiel des Lebens braucht es Führung. Führung im Spiel des Lebens ist nicht derjenige, der es gelernt hat. Es ist derjenige, der bereits da ist. Im Spiel des Lebens. Für viele steht es an, den Ort zu wechseln. Denn dort, wo du immer und immer wieder in deine alten Bilder rutscht, braucht es neue Bilder. Das Bild deines Wahrseins. Das Bild deines Echtseins. Verlasst also die Orte, die euch nicht mehr nähren. Lasst die Menschen hinter euch, die immer und stets mit den alten Bildern wirken. Ihr müsst ihnen nichts erklären. Es gibt nichts zu klären, außer dich selbst. Gönne dir dein Leben. Und spüre, wie groß du bist. Ihr werdet aus den Berufen aussteigen und wir sagen einmal, ihr seid nicht in Berufen, die meisten von euch nicht. Ihr seid in Stellungen, so wie ihr eine Bestellung macht. Nun ist es Zeit, dass ihr aus der Warteposition geht. Auf wen wartet ihr? Auf den Erlöser? Nun, der Erlöser ist doch in dir. Erlöse du dich doch. Sei du der Erlöser. Es ist nicht mehr die Zeit des Wartens. Ihr seht nur jetzt die Gier, die Anhäufung
Und all es, was da so aus der Zerstörung noch sich aufbäumt. Doch die Fülle fließt, indem du fühlst, indem du Ja sagst, indem du deinem Ruf folgst. Wie die Fülle aussieht nun, so wie es für dein Leben bestens ist. Wenn du dich getragen fühlst, bist du getragen. Wenn du dich getötet fühlst, bist du getötet. Erkenne deine Schatten. Erkenne die Dunkelheit in dir. Bade in deiner Dunkelheit, denn sie hat dich hierher geführt. Gehe du weg von den Drogen, den Süchten, dem Suchen, um Vorbild zu sein, Führer für die jungen Menschen, die ja so gerne mit dir im Spiel des Lebens tanzen möchten. Es ist Zeit. Steh auf. Fokussiert, und wir sagen es gerne noch einmal, auf den jungen Menschen. Ihr müsst sie nicht verehren, denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Doch ihr dürft ihnen zeigen, was ihr wisst. Nicht indem ihr es in Bücher schreibt, doch indem ihr lebt. Sie ein Stück tragt und dann wieder schubst. Sie schüttelt. Und vor allem ihnen das Gefühl gibt, dass sie zerstört sind. Denn sie sind es. Geht weg aus der Schuld. Ihr habt keine. Es gibt keine Schuld. Geht hin in eure Selbstverantwortung. Stellt euch hin und sagt, ja, ich habe dich zerstört. Und nun habe ich meine eigene Zerstörung geheilt. So kannst du mit mir kommen oder dich weiterhin zerstören. Wenn du dich zerstörst, lasse ich dich liegen, denn du bist groß und ich liebe dich. Werft alles weg, was euch nicht nährt, damit alles in den Fluss des Lebens gehen kann. Denn alles, was ihr zerstört, und alle Zerstörung, die ihr unterstützt, zerstört dich. Immer nur. Ihr seid in einer direkten Zeit. Jede noch so kleine Zerstörung ist für dich spürbar wie ein Tornado. So richte dich aus. Auf dem Lieben. In dir startet das Spiel des Lebens. Du bist das Spiel des Lebens und du machst das Spiel des Lebens. Finde diejenigen, die mit dir schwingen, nicht weil sie etwas von dir brauchen und auch nicht, weil sie dich belehren möchten, doch weil sie mit dir schwingen. Und dann schwinge mit ihnen, singe. Bringe dich auf die Erde, so wie du bist, in der Vibration des kristallinen Gitternetzes. Darum geht es. Es ist uns eine große Gnade, mit dir zu sein, durch dich zu schwingen, in dir zu lieben. Wir sind du. Und du bist wir, doch du bist hier auf dieser Erde als Mensch. So nimm dich an. Nimm dich an, groß wie du bist. Eine Verhundertfachung des Meisterkristalls. Poliere deinen Meisterkristall. Achte und ehre dich und bringe dich auf die Erde jetzt. Hab Dank für dein Sein. Wir lieben dich so sehr. Wir sind in dir.
um dich, vor dir und hinter dir. Nutze die Unterstützung aus dem kristallinen Gitternetz. Nutze sie menschlichenfalls, indem du dich mit denen begegnest, die mit dir schwingen. Hab Dank. Amen. Amen. Namaste. Wie geht's euch? Ihr seht so schön aus. Du auch. Du auch. Es war ganz schön was los. Ja. Wir haben ganz schön viel erzählt. Ja? Okay. Ich bin gespannt. Ich höre es jetzt mir immer beim Yoga an. So, ich kann es mir morgen mal reinziehen. Okay. Ihr seid heute einfach still, ne? Ja, bis jetzt können sie noch. Oder haben die gesagt, die müssen jetzt immer nur noch still sein? Wir müssen gar nicht still sein. Es war so wunderbar, Dankeschön. Ganz besonders, finde ich. Mhm. Ja, das war es wirklich. Es ist auch wirklich, es ist echt verrückt, das wird immer weiter. Aber ihr seht, also viele von euch sehen es ja, weiß ich. Und ich finde, ich bin jedes Mal total geflasht, weil ich denke, das ist so weit und ich finde es einfach genial, was für uns zur Verfügung steht. Wirklich, das ist so, oder was wir für uns zur Verfügung gestellt haben oder wie auch immer wir das nennen möchten. Ich finde es einfach genial. Und das ist echt ganz besonders, wenn ihr da so nah seid. Das merke ich schon, wirklich, das ist ganz besonders. Auch ich gebe es ehrlich zu, weil ich mich schon ganz schön sicher fühle in dem, was ich da so von mir gebe. Das ist echt schön. Danke, dass ihr da seid. Ich kann euch gut sehen. Ich fand es übrigens auch gut, dass wir irgendwie alle mit dabei waren. Also ich glaube, wir wurden alle irgendwie erwähnt. Namentlich? Nein, nicht namentlich, natürlich. Aber der, der das macht, irgendwie waren alle mit drin, fand ich. Das ist wirklich schön. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Doch, fand ich auch. Und das Wasser war dabei und die Bilder waren dabei und die Sprache war dabei und es war alles dabei, gell? Ja. Ja, ihr seid ja auch alle dabei, ne? Ganz schön geil. Ah, ich liebe euch einfach so sehr. Also natürlich auch wegen des Feldes seid ihr ja immer irgendwie bei uns. Und ich glaube auch sonst wäre das so. Ist ganz schön. Vielen Dank. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir 5 Minuten Pinkelpause. Ja, wahrscheinlich starten wir dann um 9 mit der Mediklang. Ja, das wären dann 8 Minuten. Genau, in 5 Minuten sind wir wieder da. Um 9 starten wir. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Also um 21 Uhr sehen wir uns wieder. Ihr könnt alle eingeloggt bleiben, weil dieses Mal wechseln wir ja nicht den Link.